Herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Donnerstag. Die Folge kommt erst Samstag, ich weiß. Ich hab gerade Donnerstag. Ich werde gerade geblendet. Hab meinen Dolly noch dranhängen. Liegt jetzt aber erst an dem Bagger, den ich lade. Leg ich mein Tiefbett vorne dran. Sonst muss ich ja noch mal abhängen. Hat ja hier den ganz rechts den 1046 lade ich jetzt. Dann geht nach Kaiserslautern auf den Vogelweg. So oder was? Lege ich jetzt hier vorne dran mein Tiefbett und dann baue ich Dolly ab. Oh, ein Bluthanken, okay, das mache ich dann auch noch. So. Raus, abhängen, bis gleich. Schon alles. Dolly ist ab. Darf ich nicht vergessen, meine Schuhe vom Tiefbett. Die stehen noch hier vorne. Muss ich jetzt noch mitnehmen.
Auf der Baustelle. Vorne steht der Bagger. Daneben, wo die 2094 draufsteht, eine alte Bühne, ca. 20 Meter lang. Die reißen wir ab. Und dafür muss der riese Bagger her. Aber gut, das entscheiden dann andere. Ich werde mich jetzt hier wieder raus. Also jetzt fahre ich gerade den Landstuhl bei Lieb heraus. Habe einen A29 Mobilbagger auf die Airbase gebracht und einen R918 mit zurück hier nach Landstuhl. Dann kurz mitlenken in die Maschine. Und dann das Tor abräumen. Nach Hause, Sattel um. Dann fahre ich rüber nach Lampert heim und hole dort einen Broker.
Moderne oder irgendwas, ich habe keine Ahnung.
ganz aus, ne? Bagger ist noch ganz. Container auch, soweit man das sagen kann. Gegen Ende. Das ist dann aus unserer Werkstatt. Lukas kommt und der hat dann, der ist noch jung und agil. Nicht so eine Tonne wie ich. Und der ist dann mit der Leiter hoch und hat die Kette dann ausgehängt. Habe ich leider jetzt nicht gefilmt. Lukas, Dankeschön. So, na komm, geh an, du sollst nicht ausgehen, du sollst schon angehen. Jawohl. Und meine Ketten von meine 16 Tonnen zur Ketten vom Vierachs-Tieflader, die hatten TÜV, die sind jetzt fertig, die habe ich jetzt wieder in den Druffliege, die nehme ich mit rüber. Und für heute war es das, für morgen, fahre ich wieder hoch nach Trier, nach Erang, Elends ist eine Firma. Und hole dort unseren kleinen Mezzobrecher wieder. Morgen, wir haben Freitag, es ist 8.40 Uhr. Ich bin schon in Trier oben, habe gerade den Brecher geladen. Muss ich nochmal kurz vorfahren, muss nochmal meine Fahrhöhe checken. Das sollte passen. Ich hier vorne über diese Schlauchbrücke komme. Und dann passt auch die Fahrhöhe. Über die letzte Brücke. Boah, mein Tiefbett. Du sitzt jetzt auch richtig drin. Ich bin da nicht außer rum. Ich habe zwar abgekehrt, aber ich habe gar nicht geguckt, ob alle Türen zu sind an dem Brecher. Das mache ich jetzt noch mal schnell. Jetzt ist es halbwegs gerade, ne? Boah. Sagen wir einfach mal, es wäre gerade. Ja, noch mal schneller außen rum.
Sprecher geht jetzt nach Ruckenhausen. Ich habe immer noch keine Viertelstunde drauf. Ah, Katastrophe. Nach Ruckenhausen und ein Lagerplatz da oben. Und dann eventuell wieder her den Brecher holen, den Bagger holen. Aber der Baggerfahrer sagt gerade, der Bagger wird nicht vor heute Abend fertig. Also denke ich, wird es eher nichts heute. Bagger holen. Hier sind. Ich hoffe, das ist nur Wasser. Ich hoffe, das ist nur Wasser. Bin jetzt hier in Roggenhausen leer. Jetzt fahre ich rüber nach Krumbach. Jetzt schaue ich mal, jetzt fahre ich dahin, da werde ich eine gute Stunde brauchen. Dann ist es 13.30 Uhr. Ob ich da heute überhaupt noch laden kann. Thank you.
So. 16.15 Uhr. Dies dürfte Folge 42 gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Das hoffe ich eigentlich immer. Ich hoffe, es wird nicht langweilig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag. Bei mir am Montag. Bei weiteren Aufnahmen zu einer neuen Folge. Schubwallback. Danke mich fürs Zusehen. Bleibt sauber, bleibt gesund. Haut rein. Ciao. Macht's gut.